Nils, Top-10-Ergebnis in Winterberg, da oder unweit von dem Punkt, wo du letztes Jahr deutscher Meister geworden bist. Diesmal wahrscheinlich nicht ganz so happy mit dem Ausgang des Rennens, wenn auch nicht ganz unzufrieden wahrscheinlich. Ja, genau. Also wir haben heute keine Zeit verloren. Das Gute ist natürlich auch, dass Danny van Poppel noch mit in der Gruppe war. Ja, im Sprint waren wir haben ein bisschen eingebaut. Ich kam dann viel zu früh in den Wind. Ich war schon bei 300 Meter vorne und dann wurde es doch ein bisschen lang und dann habe ich auch ein bisschen die Beine gemerkt. Wurde extrem schnell gefahren, gerade der letzte Berg. Von daher, ja, ich denke, jetzt sind wir 6., 7. in der Gesamtwertung mit 22 Sekunden. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass wir irgendwie noch die Sekunden rausholen. Ich denke, das Podium ist noch machbar, gerade mit Danny. Müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht auf die Bonussekunden noch gehen oder uns irgendwas einfallen lassen. Und wer weiß, vielleicht weht ja am Sonntag noch der Wind von der richtigen Richtung und wir haben einen schönen Kanzelrennen. Das wollte ich gerade fragen, wie kann man auf den zwei Etappen Zeit rausholen? Also Essen ist nicht so einfach, glaube ich, wie viele denken, gerade am Anfang. Und in Bremen dann Windkante. Habt ihr schon, wie genau studiert ihr jetzt den Wetterplan bis dahin? Ja, genau. Also morgen ist ja mehr oder weniger, kann man es ein bisschen vergleichen wie rund um Köln. Ich meine, es ist das Bergische Land. Es sind kleine Kicker immer mit drin und es ist nicht ohne. Von daher, um Profil sieht es einfacher aus, als es ist zum Schluss. Und das wird viel überraschen. Trotzdem denke ich morgen, dass es ein Massensprint wird. Und am Sonntag von Hannover nach Bremen. Ich habe gestern mal reingeguckt, einen Wetterbericht. Der sah gut aus. Wind kam auch von der richtigen Richtung. Also schauen wir einfach mal, hoffen wir, dass sich da nichts ändert. Ein letztes noch, ich habe es eben schon angesprochen, du bist quasi an dem Ort vorbeigefahren, wo du deutscher Meister geworden bist. Hast du mal rechts hoch geguckt? Ja, aber ich war froh, dass wir diesmal nicht rechts hoch mussten, weil dass es dann weiter hier runterging. War ziemlich schnell heute der vorletzte Berg und war natürlich aber trotzdem eine schöne Erinnerung. Vielleicht noch eins, ein bisschen überrascht davon, wie Mühlberger und Storck dann weggefahren sind und dass Mipsi dann noch durchkommt. Ja, Mipsi, auf jeden Fall Chapeau, auch wie er dann den letzten Vollgas hochfährt, muss man einfach sagen, echt wirklich Chapeau, Hut ab, wie er das durchgezogen hat und schade, dass Florian da nicht mitfahren konnte. Aber habt ihr das verpennt, den Moment, als die weg sind oder was war da? Ja, wir wollten heute eher mehr, gestern habe ich es versucht, irgendwie mit der Brechstange direkt am Anfang mit Aramburu hinterher zu fahren, habe mich dann so ein bisschen selber in die Luft geschossen damit und deswegen wollten wir dieses Mal ein bisschen defensiver fahren. Hauptsache keine Zeit, unnötige Zeit verlieren, weil ich denke, gestern haben wir schon 10 Sekunden auf der Straße liegen lassen.